Die Königsklasse lädt ein und natürlich wieder mit dieser Musik, die uns einstimmt auf das, was da kommen wird am Dienstag und am Mittwoch. Und wir bereiten euch vor auf dieses freudige Ereignis, was den Fußball betrifft. Natürlich in angemessener Kleidung, aufgepimpt wie immer. Und diesmal auch Marcel. Hallo Marcel, Anzug, hallo, der sitzt. Ja, der Anzug sitzt. Carsten, Wettschulden sind Ehrenschulden. Deswegen, nachdem ich in der letzten Woche gesagt habe, dass ich ja mindestens 3 der ersten 4 Champions League Achtelfinalspiele richtig tippen werde und es waren leider nur 2, habe ich dir ja versprochen, ich komme auch in Anzug und wie du sagst, angemessene Kleidung, bevor besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und dementsprechend sitze ich jetzt auch im Anzug hier. Den hattest du auch schon zu deiner Kommunion an, oder? Tatsächlich nicht, nee, aber schon zu einigen Hochzeiten. Nicht meinen eigenen aber. Nicht die eigene, die steht noch bevor. Du sagst uns übrigens Bescheid, ja, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. Marcel, legen wir los. Chelsea gegen Lille. Das ist logischerweise eine Konstellation Favorit gegen Außenseiter. Wie sind deine ersten Einschätzungen? Ja, Carsten, also grundsätzlich sprechen wir natürlich über den amtierenden Titelverteidiger in der Champions League gegen eine Mannschaft wie Lille, die überhaupt erst zum zweiten Mal im Achtelfinale steht. Ja, beim ersten Versuch, das ist mittlerweile auch schon fast 15 Jahre her, ja, 2006, 2007, sind sie ja gescheitert, 2-mal mit 1-0, auch gegen englische Mannschaft. Damals war es mit Manchester United. Das heißt, grob gesagt, Lille hat in der Champions League K.O.-Runde noch nie ein Tor erzielt. Und das ist auch schon gleich so eine erste Tendenz, wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob die Franzosen auch gegen die ja, defensiv starken, traditionell defensiv starken Blues zum Torerfolg kommen werden. Das heißt, da bist du jetzt erst einmal skeptisch. Ich meine, Thomas Tuchel, das ist der Trainer, der die Champions League gewonnen hat. Und vor allen Dingen hat er sie ja auch gewonnen, weil er einen deutschen Spieler hat, einen herausragenden Spieler, Havertz, der schon das Finale entschieden hat in der Champions League und auch dann das Weltpokalfinale. Welche Rolle traust du ihm zu? Was glaubst du, wie er ins Spiel eingreifen wird? Ja, grundsätzlich ist Havertz natürlich jemand, der gerade, wie du gesagt hast, in den entscheidenden Spielen auf jeden Fall ja, wichtige Rollen spielen kann. Ich glaube, dass er jetzt in der aktuellen Situation vielleicht nicht in der allerbesten Verfassung ist, auch wenn er, ja, wie du erwähnt hast, das Tor geschossen hat im Weltpokalfinale. Ich möchte aber seinen deutschen Kollegen ein bisschen ins Spiel bringen, Timo Werner, denn tatsächlich, Carsten, ich war auch ein bisschen überrascht. Timo Werner, der deutsche Spieler in der Champions League, der in den letzten 3-4 Jahren die meisten Tore erzielt hat. Ja, überraschende Statistik in meinen Augen. Ja, und natürlich Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, 11-mal in der Champions League gewesen, in K.O.-Spielen gewesen. Ja, und 8-mal ist er in die nächste Runde eingezogen. Das ist eine extrem gute Quote, die aktuell nur von 3 großen Trainern ja, überboten wird. Und das ist einmal Vicente del Bosque, das ist einmal Zinedine Zidane und Jupp Heynckes. Das heißt auch da, Thomas Tuchel ist in einem sehr, sehr guten, in einem sehr, sehr elitären Kreis. Wunderbar, ja. Dein Tipp, wie sieht er aus? Also welche Sachen würdest du anspielen? Ja, ich sage schon, dass Chelsea auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Ich gehe auch gleichzeitig damit, was ich schon so ein bisschen angedeutet habe. Ich glaube nämlich nicht, dass Lille ein Tor erzielen wird. Lille war nämlich die Mannschaft in der Champions League Gruppenphase, die die wenigsten Tore erzielt hat als Mannschaft, die weitergekommen ist. Ja, das heißt, sie haben insgesamt nur 7 Tore markiert in 6 Spielen. Dementsprechend hakt es so ein bisschen offensiv. Auch jetzt die letzten 4 Spiele in der französischen Liga waren sie offensiv ja nicht wirklich gut drauf, nur 2 Tore in diesen 4 Spielen erzielt. Und Chelsea, darf man nicht vergessen, 5 der letzten 8 Pflichtspiele zu 0. Und dann haben wir auch so diesen, ja ich sag mal, ja präsenten, diesen gegenwärtigen Trend genannt. Und dementsprechend sage ich unter dem Strich, für mich der interessanteste Tipp in dieser Partie, Chelsea gewinnt zu 0 zu einer Quote von 2,10. Das ist mal eine anständige Quote. Vielen Dank, Marcel. Jetzt holen wir unseren Experten für Frankreich rein ins Boot, nämlich Alexis Menuch. Bonjour, Alexis. Bonjour, Carsten. Lille zu Gast beim Champions-League-Sieger Chelsea. Und das Thema bei Lille ist ja, aktuell sind sie im Mittelfeld, im Niemandsland der Tabelle in Frankreich. In der Champions League, aber durchaus erfolgreich. Das Problem scheint mir der Trainer zu sein. Kann das sein? Ja, das ist definitiv der Fall. Der amtierende Meister musste im letzten Sommer seinen Trainer gehen lassen, Christophe Galtier, der Meistertrainer also, nach Nizza. Und es ging darum, für Olivier Letang, den Präsidenten vom LOSC,
einen neuen Trainer zu finden. Und da hat sich sehr schwer getan, sodass beim Trainingsauftakt am 1. Juli noch kein Trainer da war und eine Woche lang die Mannschaft ohne Trainer die Vorbereitung begonnen hatte. Man hat Absagen bekommen von Lucien Favre, von Laurent Blanc, von Patrick Vieira. Und bis man zur Lösung Nummer 17, Nummer 18 endlich mal fündig wurde, man war fast eigentlich mit Claudio Ranieri, den du sehr gut kennst, einig, aber man hat doch noch Jocelyn Gourvennec, den ehemaligen Trainer von Bordeaux und Guingamp, geholt. Eher besser, sagt man in Frankreich, als Experte im Fernsehen, als Trainer. Und bis jetzt ja, hat es mit der Mannschaft nicht so geklappt. Also das Miteinander täglich, man sitzt ja mit dieser mangelnden Konstanz in der Meisterschaft dafür, wie du gesagt hast, sehr erfolgreich in der Champions League, Gruppensieger gewesen. Und da aber nicht unbedingt der Verdienst des Trainers, sondern die Mannschaft. Ja, kann über sich hinauswachsen in diesem Wettbewerb und alle Spieler sind geblieben, um die Königsklasse zu bestreiten und da können sie wirklich stark motivieren und die Erwartungen erfüllen. Glaubst du an einen Erfolg oder an einen Punkt auch in London? Man kann viel davon ausgehen, wenn man beide Mannschaften sieht, die sehr defensiv agieren gerade, ja, auch kaum was zulassen. Wir werden nicht viele Tore erleben, das Stamford Bridge an diesem Dienstagabend. Das Lille gewinnt bei Chelsea, da tue ich mich schwer, aber ein Unentschieden ist auf jeden Fall drin. Maximal eine Niederlage mit einem Torunterschied auch, weil, wie gesagt, Chelsea tut sich schwer im Sturm gerade und Lille lässt wenig zu mit Fonch und Botman in der Innenverteidigung. Also, das traue ich auf jeden Fall zu, dass Lille noch gute Chancen im Rückspiel weiterzukommen. Vielen Dank, Alexi. Und für euch nochmal schnell der Hinweis, unser wunderbares Gewinnspiel, der Predictor. Zurück zu Marcel. Wir haben am Dienstag eine andere Konstellation, Außenseiter gegen Favorit, auch wenn ich das nicht ganz so unterschreiben würde. Villarreal empfängt Juventus Turin. Villarreal, für mich eine sehr starke, unangenehme Mannschaft und Juventus Turin, ja, die sind zuletzt ungeschlagen geblieben in der Serie A, aber so richtig aus dem Kreuz kommen sie ja eigentlich auch nicht. Du sagst es, Carsten, jetzt am Wochenende, am Freitagabend mit dem 1-1 im Derby gegen den FC Turin. Genau, habe ich kommentiert, war übrigens rasant. Ich denke mal, Villarreal könnte sich da ein bisschen was abschauen. Ja, und ich glaube auch, das ist so die Art, wie sie auch Fußball spielen können. Ja, auch Villarreal ist eine sehr, sehr, ich sag mal, zweikampfstarke Mannschaft, die auf jeden Fall die Möglichkeit hat, Juventus vor Probleme zu stellen. Das glaube ich auch. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man so ein bisschen den historischen Aspekt betrachtet, dann ist natürlich Juve das weitaus erfahrenere Team in der Champions League, gerade in der Gruppenphase. Ja. Und man muss natürlich sagen, Unai Emery, der Trainer von Villarreal, naja, der hat jetzt wirklich nicht keine so gute Bilanz in der Champions League K.O.-Phase. Er war dreimal dabei, ja, in der K.O.-Runde und ist dreimal rausgeflogen. Zweimal Paris Saint-Germain, einmal mit Sevilla. Allgemein hat er nur eines seiner 6 K.O.-Spiele gewonnen. Das heißt, wenn es jetzt rein nach dem Trainer geht, Unai Emery gegen Allegri, dann hat auch der italienische Trainer ganz klar die Nase vorne. Trotzdem, Carsten, wie du schon erwähnt hast, ich glaube, dass Villarreal auf jeden Fall in der Lage sein wird, Juventus Probleme zu bereiten. Allegri war ja schon mal Trainer bei Juventus Turin, überaus erfolgreich und war zweimal im Finale in der Champions League mit diesem Club. Und außerdem jetzt der Faktor Vlahovic, also der Neuzugang von Florenz, den sie im Januar geholt haben. Am Freitag im Derby war er ganz schwach. Allerdings glaube ich, dass er, wenn er Platz bekommt, schon ein entscheidender Faktor sein kann. Carsten, möchte ich dir auf jeden Fall zustimmen, wenn er Platz bekommt. Du hast schon richtig gesagt, aber die Frage ist, bekommt er denn den Platz, den er braucht? Ja, und ich sage, wir sprechen über die Champions League. Vlahovic bestreitet sein erstes Champions League-Spiel. Er kommt von Florenz, das heißt, diese internationale Erfahrung auf diesem Niveau hat er noch nicht. So, er ist 22 Jahre jung.
Ja, genau. Und zudem muss man sagen, Villarreal hat auf jeden Fall auch das Potenzial und die Qualität, defensiv stabil zu stehen. Ja, ich sage nur, in der laufenden La Liga-Saison haben sie 7-mal zu Hause zu null gespielt. Das ist schon eine, ja, sehr, sehr beeindruckende Bilanz. Und natürlich steht Juventus auch jetzt nicht zwingend für dieses Torspektakel. Ja, ganz im Gegenteil. 14 der 15 letzten Serie A-Spiele endet mit maximal 2 Toren. Ja, also unter 2,5. Und dementsprechend, Carsten, geht auch mein Tipp in diese Richtung, denn ich sage, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um das Hinspiel handelt, wo ja traditionell beide Mannschaften noch nicht dieses ganz große Risiko eingehen, unbedingt ja nicht verlieren wollen, nicht in Rückstand geraten wollen, um dann vielleicht so einer Hypothek hinterherlaufen zu wollen, glaube ich einfach, dass wenige Tore fallen. Ja, ähnlich wie die Buchmacher, die haben auch niedrigere Quoten für das unter 2,5. Trotzdem spiele ich genau diese an zu ja, einer Topquote von 1,68 auf das unter 2,5. Wunderbar. Das sind also die Tipps vom geschniegelten Experten, Wettexperten Marcel Niesner mit einem tollen Anzug hier in der Übersicht. Die Tipps für die Dienstagsspiele in der Königsklasse. Für die Mittwochsspiele haben wir noch eine gesonderte kleine Sendung. Also viel Glück und gute Unterhaltung, vor allen Dingen bei den Spielen.